Nico, du hast dich in letzter Zeit ziemlich gut geschlagen und deshalb werde ich dich jetzt zum Moderator befördern. Vielen Dank. Genau, und deshalb können wir das gleich an unserem ersten User austesten, und zwar Testperson. Der benötigt nämlich schon Support. Ich move ihn mal. Testperson? Hallo, hier ist der Discord-Support. Wie kann ich Ihnen helfen? Abonniert Testperson auf YouTube. Moin Leute, was geht's? Brefa am Start und willkommen zu meiner Discord-Serie. Hier geht es um Discord-Tricks, Discord-Server und alles drumherum. Wir sind wieder auf unserem schicken Testserver von letzter Folge mit unseren zwei Testpersonen. Testperson und. Oh Gott. Und der lieben Testperson 2. So. Diese zwei Testpersonen sind unsere Versuchskaninchen und werden uns bei dieser Folge ein bisschen helfen. Da wie ihr schon im Vorspann gesehen habt, geht es heute um Discord-Ränge. Bevor ihr euch aber mit den Discord-Rängen beschäftigt, solltet ihr euch erst noch mit den Server-Grundlagen beschäftigen. Solltet ihr also noch nicht wissen, wie ihr Kategorien und Sprachkanäle verwaltet oder wie ihr überhaupt einen Server erstellt, dann schaut euch bitte zuerst die letzte Folge an, in der erkläre ich euch das nämlich nochmal Schritt für Schritt auf unter 5 Minuten. Um einen Rang zu erstellen, gehen wir auf das Pull-Down-Menü des Servers, auf die Server-Einstellungen und auf die Rollen. Die Rollen sind so etwas wie die Ränge auf Discord. Hier sehen wir jetzt noch nichts. Hier sehen wir noch at everyone. Das ist jeder, der keine Rolle hat. Um eine neue Rolle zu erstellen, klicken wir hier auf das Plus. Jetzt müssen wir festlegen, wie diese Rolle heißen soll. Bei mir ist es der Inhaber. Der Inhaber soll rot geschrieben sein. Und er sollte natürlich von den anderen Nutzern herausstechen. Also werden wir diese Rolle gruppieren. Das bedeutet, dass der Inhaber über alle anderen steht. Jetzt müssen wir aber noch festlegen, welche Rechte der Inhaber hat. Das können wir in den allgemeinen Berechtigungen. Dort können wir ganz normal einstellen, ob er Emojis verwalten darf, ob er Mitglieder bannen darf und so weiter. Das brauchen wir aber gar nicht, denn wir können einfach auf Administrator klicken, dann hat er automatisch alle Rechte. Wenn wir jetzt zurückgehen, sehen wir aber, dass doch keiner als Inhaber markiert ist. Das liegt daran, dass wir niemandem diese Rolle gegeben haben. Geben wir also mir jetzt zum Beispiel die Inhaberrolle, hier über das Plus, sehen wir, dass ich jetzt über allen anderen stehe. Sollte ich jetzt unserem frechen Testperson die Inhaber geben, ist der auch in. Jetzt wollen wir aber zum Beispiel, dass der Inhaber seinen eigenen Talk hat, in dem er in Ruhe mit anderen Leuten reden kann und in dem kein anderer rein darf. Dazu erstellen wir uns mal zuerst eine neue Kategorie. Ich nenne es jetzt mal Inhaberbereich. In den Inhaberbereich erstellen wir erstmal Inhaber-Talk. Jetzt aktuell können aber noch alle anderen Leute, also alle anderen normalen User, auf den Inhaber-Talk rauf. Ihr seht das Ganze nochmal aus Testpersons Sicht. Testperson, kannst du in den Inhaber-Talk aktuell noch? Ja. Also wir sehen, es hat sich noch nichts getan. Wir müssen also erst noch festlegen, wer in diesen Talk darf und wer nicht. Dafür klicken wir auf Kanal bearbeiten und auf die Berechtigungen. Hier sehen wir den Add Everyone, also was jeder darf, der keine Rolle hat. Und wir können hier auch noch den Inhaber hinzufügen. Jetzt sehen wir, welche Rechte der Inhaber hat. Add Everyone sollte sich nicht verbinden können, auch nicht sprechen können. Der Inhaber jedoch, der sollte sich schon verbinden können und der sollte dort auch sprechen können. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, kannst du jetzt in den Inhaber-Talk rein? Nein. Wir sehen jetzt, er hat ein Los vor sich. Das bedeutet, dass dieser Talk für ihn gesperrt ist. Die einzigste Möglichkeit ist, dass wir ihn reinmoven. Also, wenn ich reingehe, kann ich ihn jetzt hier mit Rechtsklick und verschieben nach Inhaber-Talk. Jetzt ist er in meinen Kanal verschoben worden. Genauso können wir das jetzt theoretisch mit ihm hier machen. Also wir sehen, wir können diese Leute hier rein verschieben, aber sie können nicht von alleine rein. Damit wir jetzt wissen, wer rein will und wer nicht, könnten wir jetzt zum Beispiel noch einen Inhaber-Warteraum machen.
Jetzt haben wir hier einen Kanal, auf dem können die Leute warten, wenn sie mit dem Inhaber reden wollen. Also hier sollen die reinschauen, aber sie sollten nicht sprechen können. Denn in dem Warteraum, ja, das sollte man nicht sprechen können. Aber wie ihr im Vorspann schon sehen konntet, gehört zu jedem Discord-Server auch ein Discord-Team. Deshalb gehen wir wieder in die Server-Einstellungen und die Rollen und stellen dort jetzt nochmal eine Rolle. Und zwar die Team-Rolle. Die Team-Rolle hat quasi jeder, der im Server-Team ist. Die Gruppe können wir auch nochmal separieren. Und diese Gruppe sollte die Rollen verwalten können, die Kanäle verwalten können und Mitglieder kicken sowie bannen können. Also das bedeutet, Kanäle verwalten, ganz kurz zur Erklärung. Sie können zum Beispiel den Namen von einem Kanal, das Benutzerlimit oder die Berechtigung ändern. Rollen verwalten, alle Rollen, die unter ihrer Rolle sind, können sie auch verwalten. Also machen wir das und geben ihnen mal die Teamrolle. Jetzt sehen wir schon, Testperson und Testperson sind im Team. Jetzt wollen wir aber, dass diese beiden auch ihre eigenen Chats haben. Also gehen wir. Also stellen wir eine neue Kategorie mit dem Namen Team-Bereich. Das ist der Bereich, in dem sich halt das Team austauschen kann. Schieben wir hier hin. Hier können wir zum Beispiel einen neuen einen neuen Chat erstellen. Nehmen wir einfach mal Team-Chat. In Team-Chat kann aktuell noch jeder reinschreiben. Aber wenn wir jetzt wieder die Berechtigungen verwalten, können wir hier jetzt bei @everyone wieder alles deaktivieren und beim Team das Verbinden bzw. das Chatten erlauben. Testperson, kannst du was reinschreiben? Okay. Wenn ich dir jetzt aber die Rolle wegnehme, kannst du jetzt noch was reinschreiben? Nein. Der Teamchat ist für ihn gesperrt und tabu, er kann nichts reinschreiben. Genauso könnten wir jetzt das auch noch mit einem Sprachkanal. Es ist ja ganz schön kompliziert, immer wieder für jeden Kanal die Berechtigung einzeln einzustellen. Und dafür gibt es ja auch diese Kategorie. Ich kann jetzt auf diese Kategorie Rechtsklick machen und sie bearbeiten. Ich kann dort die Berechtigungen verwalten. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Nachrichten senden deaktiviere, dann kann ein normaler User in allen Kanälen diese Kategorie nichts mehr reinschreiben. Akzeptieren wir das beim Team noch. Und wenn wir jetzt auf den Kanal gehen, können wir ganz einfach die Berechtigung mit dem Teambereich synchronisieren, sodass wir das nicht mehr extra erledigen müssen. Können wir jetzt hier ganz einfach noch einen Team-Talk erstellen. Oder hier sind zum Beispiel schon automatisch synchronisiert. Wir sehen an der Seite jetzt jeden, der auf den Talk Zugriff hat. Wir müssen jetzt natürlich unserem Testperson, unserem Versuchskaninchen wieder die Teamrolle geben. Jetzt kannst du wieder in den Team-Talk. Geh mal rein. Also wir sehen, man kann jetzt in den Talk rein. Jetzt wollen wir aber ein bisschen detailliertere Angaben, weil es ist ja ziemlich ungenau, was Testperson jetzt genau für eine Rolle im Team hat. Deshalb werden wir jetzt noch etwas genauere Rollen erstellen. Zum Beispiel gibt es, wie ihr im Vorspann schon gesehen habt, den Supporter, der anderen Usern weiterhilft. Den mache ich jetzt mal grün. Und den Moderator, der für die Verwaltung des Servers zuständig ist. So, schieben wir das noch runter. Ganz wichtig, ihr müsst die Teamrolle jetzt runterschieben, sonst wird man später nicht sehen, ob sie Moderator oder Supporter sind, sondern nur sehen, dass sie im Team sind, weil immer bloß die höchste Rolle angezeigt wird. Werden wir Moderator und Supporter noch separieren. Und schon können wir jetzt unserem lieben Testperson den Moderator geben und unserem bösen Testperson den Supporter geben. Sie haben jetzt alle trotzdem noch auf den Teambereich Zugriff, obwohl wir das jetzt nicht extra für den Supporter eingestellt haben, weil sie schon den Teamrang haben. Zusätzlich könnte man jetzt natürlich noch in die Rollen gehen und zum Beispiel für seinen YouTube-Kanal einen Abonnentenrang erstellen, damit man quasi Abonnenten extra belohnt. Könnte man zum Beispiel jetzt unserem SchnellVXD, der gerade oft in ist, die Abonnentenrolle geben, dann ist der lila hinterlegt und wenn er online wäre, wäre er auch separiert. Das war's jetzt mit dieser Folge. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Bots, mit Musikbots, wie ihr diese auf euren Server lassen könnt. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.